Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von OrgaTV. Wie ihr sehen könnt, ist die Annika heute nicht hier, die ist verhindert, aber dafür übernimmt der Philipp heute ihre Vertretung. Hallo. Er war ja schon mal bei uns und dann haben wir noch einen Studiogast, das ist der Tobias Schmidt. Hallo. Von Consiglia und der wird uns gleich noch ein paar Fragen passend zu unserem Thema, schreib dich nicht ab. Also heute geht es um Karriere und Bildung, wird uns noch ein paar Fragen dazu beantworten. Aber erst einmal kommen wir zu den News, die wieder von Anita und Natascha zusammengeschnitten wurden. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu den News. Tag der offenen Tür. Am Samstag, den 22. Juni, könnt ihr von 10 bis 17 Uhr in der Saar-Uni Wissenschaft hautnah erleben. Wissenschaftler aus allen Fachrichtungen haben über 200 Angebote für euch zusammengestellt. Unter anderem wird es Führungen, Experimente und Vorträge geben. Das komplette Programm sowie weitere Infos findet ihr unter www.uni-saarland.de/infotag. Gründercup. Die KWT bietet vom 19. bis 21. Juni den Gründercup General Management an. Bei diesem Planspiel könnt ihr eure unternehmerischen Fähigkeiten testen, unabhängig von Studienfach oder Semesterzahl. Der Gründercup findet von 9 bis 17 Uhr im Stadezentrum statt. Weitere Infos findet ihr auf der Homepage. Red Bull hosted by Materia. Am Freitag ist es endlich soweit. Red Bull und der Asta verwandeln den Campus in ein Festivalgelände. Ab 16 Uhr könnt ihr mit Materia und weiteren Gästen der Musikszene feiern. Los geht's ab 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Infos findet ihr auf der Homepage. 60 Jahre Blutspendezentrale Saarpfalz. Diesen Samstag könnt ihr am großen Blutspendemarathon in der Blutspendezentrale Saarpfalz am Klinikum Saarbrücken-Winterberg teilnehmen. Blutspenden könnt ihr von 8 bis 20 Uhr. Weitere Infos findet ihr unter www.blutspendezentrale-saarpfalz.de. Das war's von mir und nun zurück ins Studio. Ja, habt ihr schon von dem Blutspendemarathon gehört? Werdet ihr mitmachen? Ja, also ich habe schon davon gehört, aber ich werde da jetzt nicht mitmachen, aber ich habe auch schon mal Blut gespendet. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich selbst habe noch nichts davon gehört. Schon mal Blut gespendet? Nein, leider nicht. Mir reicht schon, wenn ich alle 5 Jahre Blut abgenommen bekomme. Also nicht so der Fan von den ganzen Nein, Zeugs. Nicht wirklich. Okay, gut, dann habt ihr jetzt in den News noch gesehen, wir haben jetzt am Freitag das sogenannte Red Bull hosted by Materia. Das war letztes Jahr noch bekannt unter dem Asta Open Air. Da tritt unter anderem Masimoto Sound System auf. Ich habe hier mal den Flyer, wenn die Kamera das mal kurz einfangen kann. Also Masimoto Sound System, das ist der Sänger von Materia, der jetzt eine neue Promotour startet und mit diesem Projekt ein bisschen was für seine Promotion tun will. Ihr seht auch mal jetzt gleich die Internetseite von Masimoto Sound System. Da hat der Sänger einfach gedacht, er macht, ja hier haben wir die Seite, er macht eine neue, ein ganz neues Gesicht selbst und ja, ihr seht da ein bisschen, was ihr auf der Internetseite so machen könnt. Ich denke mal, ihr könnt alle mal reinklicken, dass ihr seht, was euch erwartet. Ist auf jeden Fall ein interessanter Act. Dann gibt es noch auf dem Festival am Freitag Großstadtgeflüster. Das ist eine Art Deichkind. So ein bisschen Deichkind-Stil. Was haben wir noch? Genetik. Mit einer Sängerin, ne? Bitte? Die ist mit einer Sängerin. Ah, mit einer Sängerin. Also die Art ist Deichkind und ist halt anstatt einem Sänger wie bei Deichkind, ist es eine Sängerin. Ist halt eine ganz gute Sache. Also wird sich auf jeden Fall lohnen, hinzugehen. Wir sind auch mit dem Kamerateam da und filmen das Ganze ein bisschen. Ist bestimmt ganz interessant. So, und jetzt haben wir wie immer unser Gewinnspiel, das die Anita und die Natascha gemacht haben. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Ich habe auch eine. Ich auch. Es klopft.
Internet. Geil. Und hat auch Filme. Und hat noch Spiele. Hat eine Glasscheibe. Und man kann auch schreiben. Nachrichten verschicken. Bei mir hat es, bei mir hat es, wo man lernen kann. So, wenn ihr das Lösungswort wisst, wir haben wieder die Gutscheine von Bock und Seib, die wir verlosen. Wenn ihr das Lösungswort wisst, also ich weiß es, glaube ich, habt ihr schon eine Ahnung von dem Lösungswort? Hast du eine Ahnung von dem Lösungswort? Ja, ich glaube, ich wüsste es auch. Hast du eine Ahnung? Nein. Kannst du dir den Beitrag nochmal anschauen. Also wenn ihr die Lösung wisst und den Gutschein bei Bock und Seib gewinnen wollt, postet einfach eine Nachricht auf unserer Facebook-Seite unter facebook.com/orgatv. Ja, und... Ja, und ich habe ja eben bereits gesagt, dass heute der Tobias Schmidt bei uns ist von Consiglia, der ist da im Vorstand. Und jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, was ist denn überhaupt Consiglia und wie entstand denn die Idee dazu? Ja, also die Consiglia entstand im Wintersemester 2008, 2009. Saarbrücker Studenten, die haben sich überlegt, es gibt jetzt einige Hochschulgruppen, aber jetzt noch keine, die konkret mit Unternehmensberatung was zu tun hat. Und die haben sich dann gedacht, okay, dann gründen wir einfach jetzt einen Verein hier an der Uni für Saarbrücker Studenten und die sich eben mit Unternehmensberatung beschäftigen und den Firmen hier in der Region, die Beratungsleistung anbietet. Okay. Gut, also dann habt ihr jetzt schon mal einen kleinen Einblick, also einen Überblick erhalten, was die Consiglia ist. Und wir haben für euch einen Beitrag vorbereitet. Ein Team von unserem OrgaTV hat sich gestern mit einem Vertreter der Consiglia getroffen und ein kleines Interview geführt und das werdet ihr jetzt sehen. Hallo, ich bin Luisa und wir sind heute bei der Consiglia zu Gast bei Benjamin Schiel. Benjamin, was ist die Consiglia überhaupt? Ja, die Consiglia e.V. ist eine studentische Unternehmensberatung der Universität des Saarlandes und stellt in der Großregion Saale-Lux die einzige dar. Und wie viele Mitglieder hat die Consiglia? Die Consiglia verfügt insgesamt über 32 Mitglieder, wobei sich derzeit 18 aktive Mitglieder herauskristallisiert haben. Diese 18 setzen sich zusammen aus Präsidium, Vorstand, Referenten, Mitgliedern und Anwärtern. Welche Ziele verfolgt die Consiglia? Ja, die Consiglia verfolgt das Ziel, einmal die Brücke zwischen der Theorie und der Praxis zu schlagen. Das heißt, den Mitgliedern frühestmöglich die Möglichkeit zu geben, praxisnahe Erfahrung zu sammeln. Und zum anderen beim Kunden tatsächlich sehr gute bzw. qualifizierte Arbeit zu leisten. Wie kann man sich bei der Consiglia bewerben? Ja, die Bewerbung bei Consiglia ist relativ einfach. Man schickt einfach an unsere Kontakt-E-Mail-Adresse kontakt@consiglia.de seine Bewerbung bzw. seinen Lebenslauf. Im Anschluss sichten wir in unserer wöchentlichen Sitzung diese Unterlagen. Wenn der Bewerber für uns interessant ist, gibt es eine positive Rückmeldung, das heißt, er wird zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Das Vorstellungsgespräch dient einfach zum Kennenlernen, um zu schauen, ob das für die Zukunft für den Verein passt. Wenn dies positiv der Fall ist, bekommt der Bewerber sein Anwärterprojekt und nach dem Anwärterprojekt wird er dann bei positiver Gestaltung in die ordentliche Mitgliedschaft aufgenommen. Welche Vorteile ergeben sich für Studenten? Ja, für Studenten ergeben sich mehrere Vorteile. Zum einen bieten wir die Möglichkeit, schon während des Studiums in die Beratungstätigkeit einzusteigen. Darüber hinaus werden Soft Skills wie zum Beispiel Teamfähigkeit bei uns verstärkt. Wir arbeiten intern, sowohl auch extern beim Kunden, immer in Teams zusammen. Des Weiteren bieten wir regelmäßig Weiterbildungen bzw. Fortbildungen auch im Bereich Soft Skills an, sodass das für die spätere Einstieg ins Berufsleben sehr sinnvoll sein kann. Und welche Vorteile ergeben sich für Unternehmen? Ja, dadurch, dass die Consiglia sehr interdisziplinär mit ihren Mitgliedern aufgestellt ist, das heißt, wir haben Mitglieder jeglicher Fachrichtungen,
können wir dem Kunden sehr innovative Lösungsansätze anbieten. Und das alles versuchen wir mit einer sehr hohen Qualität im Vergleich zu, sage ich mal, normalen Unternehmensberatungen, die man so kennt wie McKinsey oder Boston Consulting Group, sind wir natürlich um ein großes Stück günstiger, wie das die Großen, sage ich mal, sind. Dann vielen Dank für das Interview, Benjamin. Und hiermit gebe ich zurück ins Studio. Jetzt habt ihr ja bereits eben einen kleinen Einblick darüber erhalten, was denn die Consiglia ist. Jetzt hätte ich noch an dich ein paar Fragen, Tobias. Wie viele Firmen gehören denn überhaupt zu eurem Kundenkreis und wie weit geht denn der Radius? Ja, also so einen richtigen Kundenkreis haben wir nicht. Wir betreuen jetzt die Firmen nicht dauerhaft. Die kommen eher auf uns zu, fragen nach einer konkreten Beratungsleistung für ein konkretes Projekt, was sie eben gerade haben. Und das bearbeiten wir dann 2 bis 3 Monate, je nach Projektumfang. Und danach, gelegentlich gibt es Folgeprojekte, aber das war bislang die Ausnahme. Zum Radius, also wir haben in der Satzung stehen, dass wir generell Firmen hier im Einzugsgebiet Saarlouis Lux beraten wollen. Aber bislang haben wir jetzt nur im Saarland Mandanten gehabt. Also hier in Saarbrücken speziell, oder? Ja, in Saarbrücken, aber auch hier, also wirklich im Saarland weit verbreitet. Okay. Ja, wenn ihr das Einzugsgebiet Saarlouis Lux habt, habt ihr dann auch Standorte in Luxemburg oder seid ihr nur hier in Saarbrücken vertreten? Nein, also wir haben keine Standorte in Luxemburg jetzt konkret. Wir sind wirklich nur hier in Saarbrücken. Consiglia ist ein Verein rein für Studenten hier an der Universität und mittlerweile auch an der HTW. Und wir versuchen Kooperationen mit anderen studentischen Unternehmensberatungen einzugehen. Aus Luxemburg haben wir da jetzt aber noch keine Kooperation irgendwie angegangen. Ich wüsste auch jetzt gar nicht, ob es da eine studentische Unternehmensberatung gibt. Habt ihr vor, euch in der Richtung noch ein bisschen weiterzuentwickeln? Nee, erstmal wirklich nicht. Das ist halt einfach die Landesgrenze ist da so ein bisschen das Problem. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie das mit der rechtlichen Grundlagen in Luxemburg ist oder so. Okay. Ja, dann hast du eben erzählt, dass ihr verschiedene Projekte mit verschiedenen Unternehmen habt. Welche Projekte habt ihr denn momentan oder wie sieht das generell aus, wenn ihr so ein Projekt durchführt? Ja, allgemein darf ich zu den Projekten nicht so viel sagen, weil wir sind wie Juristen auch zur Verschwiegenheit verpflichtet. Konkret, ich kann aber ein, zwei rauspicken. Zum Beispiel hat mir mal ein Projekt bei der Cosmos Direktversicherung gemacht. Aha. Und da ging es darum, um ein Marketingprojekt. Wir sollten das Marktvolumen schätzen, wie attraktiv Versicherungen für Studenten sind. Das heißt, wir mussten eine Studentenbefragung durchführen und haben das denen dann präsentiert. Und da gab es noch letztes Jahr ein Projekt mit Jurist zusammen. Kennt vielleicht der ein oder andere Jurist, vielleicht schaut auch gerade einer zu. Und das war ein Projekt im strategischen Management. Für die jetzt Jurist nicht kennen, kannst du uns kurz erklären, was genau das ist? Ja, das ist so eine Datenbank für Gesetze, ähnlich wie Back Online oder so. Okay. Was bietet ihr denn? Also ihr habt jetzt gesagt, ihr bietet hauptsächlich Unternehmensberatungen an und macht Umfragen. Was gehört denn noch in euer Repertoire? Was bietet ihr noch an außer Unternehmensberatung? Irgendwas speziell für Studenten jetzt, die noch am Studieren sind und noch nicht jetzt ans Fertigmachen gehen, also die noch ein bisschen Studienzeit vor sich haben, dass ihr da irgendwelche Beratungsfunktionen habt? Ja, also bei uns ist es so, wir haben auf der einen Seite die Vorteile für die Unternehmen, die wir eben beraten. Auf der anderen Seite haben Studenten bei uns auch Vorteile, besonders eben, wenn sie Mitglied sind. Wir bieten da regelmäßig Weiterbildungsmaßnahmen an, vermitteln da auch Praktika und wollen da auch Workshops abhalten mit Beratungsfirmen. Konkret jetzt Beratung für Studenten, jetzt eher weniger, aber wenn jemand eine Frage hat, jetzt bezüglich Consiglia oder auch eine allgemeine Frage, kann er jederzeit auch auf uns zukommen. Das ist kein Problem. Ich berate genug Bachelorstudenten, die nicht so ganz zurechtkommen mit dem Studium. Wir haben das ja alle auch schon mal durchgemacht und geben da gerne unser Wissen weiter. Okay. Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Ich habe bei euch auf der Internetseite gesehen, dass nur eine Frau im Vorstand ist. Hat das einen bestimmten Grund oder wieso? Also wieso ist das so? Das ist tatsächlich so. Ist natürlich wirklich zu bemängeln. Es ist einfach so, Unternehmensberatung ist ein Feld, wo Frauen jetzt nicht so verbreitet sind. Also die Frauenquote ist relativ gering.
Wir arbeiten aber auch daran, also aktuell haben wir sehr viele Anwärter, auch Anwärterinnen. Und ja, bei uns wird die Frauenquote definitiv in der Zukunft im Vorstandsbereich steigen. Okay, danke. Wie viele Mitarbeiter seid ihr denn momentan in dem Unternehmen? Also ja, Mitarbeiter im Unternehmen, wir sind ein Verein. Ja, ja, gut, ja. Mitarbeiter sind die Studenten bei uns, Mitglieder. Wir haben zwei Stufen. Einmal gibt es Anwärter bei uns und die Mitglieder. Das hat den Hintergrund, dass wir einfach Anwärterprojekte vergeben und dass jedes Mitglied, also jedes potenzielle Mitglied erstmal eine Anwartschaftsphase durchmacht, dass wir sehen, dass die Leute motiviert sind und dass man sich auf die verlassen kann. Und ja, im Moment haben wir ungefähr genauso viele Anwärter wie Mitglieder und wir versuchen uns da als Hochschulgruppe zu etablieren und ja, weiter Bekanntheit zu gewinnen. Wie lange bist du schon Mitglied? Ich selbst bin auch erst seit dem letzten Wintersemester Mitglied. Aha. Und hatte dann das Glück, dass bei uns relativ große Umstrukturierungen anstanden und dass ich direkt ins Präsidium gewählt wurde. Ein ziemlich schneller Aufstieg, der dann wahrscheinlich... Ja, richtig. Ist auch in Zukunft möglich bei uns. Ja. Das ist gut. Okay, dann haben wir jetzt noch passend zu unserem Thema Bildung und Karriere einen weiteren Beitrag für euch. Wir haben uns mal in die Stadt begeben und haben ja, dem Wetter entsprechend uns an die Saar gestellt und mal ein paar Schulabsolventen oder ich glaube, es waren noch jüngere Menschen, mal gefragt, was sie von, also zum Thema Karriere und Bildung sagen, was ihnen einfällt und auch, wie ihr zukünftiger Weg eventuell nach der Schule aussieht, ob sie studieren gehen wollen, ob sie eine Ausbildung anfangen oder sonst irgendwelche Pläne haben. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. TV sind heute hier an der Saar unterwegs bei diesem wunderschönen Wetter. Und wir wollen heute saarländische Schulabgänger und Abiturienten über ihre Zukunftspläne befragen. Ich habe heute hier die Chiara. Und die Chiara erzählt uns mal gerade, was sie jetzt nach der Schule anstellen will. Also ich hätte vor, erstmal ins Ausland zu gehen für ein Jahr und dann noch ein paar bisschen Erfahrungen zu sammeln und mir dann zu überlegen, was ich jetzt studieren könnte. Ja, also zuerst mal ins Ausland. Und weißt du schon, wo du da hin willst? Ich denke mal, also Australien würde mich schon interessieren, aber ist auch sehr teuer. Okay, ja. Dankeschön. Dann haben wir hier die Anastasia. Und was möchtest du nach der Schule jetzt machen? Nach der Schule möchte ich gern studieren, aber ich weiß noch nicht was. Und wer bist du? Michelle. Und was möchtest du nach der Schule machen? Ich möchte gern studieren, Englisch und Spanisch wahrscheinlich. Möchtest du dann später, wenn du auch deinen Beruf dann gelernt hast oder studiert hast, möchtest du dann lieber eine Familie gründen oder eher so richtig den Karriereweg einschlagen? Also ich würde erstmal den Karriereweg einschlagen, damit ich auch abgesichert bin und danach eine Familie gründen. Also ich möchte auch zuerst mal meine Karriereleiter anfangen und dann erst später Familie gründen. Ich möchte auch gern erst den Karriereweg gehen und dann später eine Familie gründen. Und wo siehst du dich in 10 Jahren? Also da ich vielleicht vorhabe, ein Medizinstudium zu machen, das sehr lange dauert, bin ich dann wahrscheinlich noch in meinem Studium. Aber danach würde ich gerne in Richtung Chirurgie oder so etwas gehen. Ja, und ich vielleicht auch schon einen Mann haben oder Freund, ist auch nicht schlecht. In 10 Jahren sehe ich mich immer noch bei meinem Studium. Und vielleicht suche ich mir auch schon gerade meine Arbeit, meine erste Stelle. Ja. Danke. Also ich denke, dass ich in 10 Jahren schon einen festen Job habe und einen Mann, denke ich. Gut, Dankeschön. Ja, wie war das denn eigentlich bei dir, Tobias? Wusstest du direkt nach dem Abitur, was du machen willst? Ja, eigentlich wusste ich schon, dass ich BWL studieren möchte. Nur wo, war noch nicht so ganz sicher. Mhm. Ja, ursprünglich war ich froh, aus der Schule raus zu sein. Dann wurde ich leider in den Wehrdienst einberufen, habe dann Zivildienst gemacht. Habe mich leider ein bisschen rausgebracht, meine Ambitionen ein bisschen runtergebracht. Und ja, dann habe ich ursprünglich zum Sommersemester anfangen wollen, auf Diplom noch BWL zu studieren. Und ja, leider Gottes wurde mir dann gesagt, dass zum Wintersemester das Ganze umgestellt wird, Bachelor, Master, Bologna-Reform. Und ja, das hat mir dann meine Restmotivation auch noch genommen, sodass ich dann erstmal relativ demotiviert ins Studium gegangen bin. Ja. Okay.
Ja, jetzt wollte ich noch was fragen. Die Frage habe ich jetzt vergessen. Aber warst du dann der erste Bachelor-Master-Studiengang? Ja, richtig. Wurde? Wir waren die Versuchskaninchen sozusagen. Ja. Also gab es da schon irgendwelche Probleme oder ist alles ganz gut gelaufen? Es gab viele Probleme. Es gab keinerlei Erfahrungswerte, wie das war mit den Nachschriften, also im nächsten Semester, mit den Nachklausuren. Und ja, auch sonst war es relativ schwierig. Alle haben am Anfang versucht, Mathe zu machen, sind natürlich kläglich gescheitert. Auch Mikro war relativ schwierig am Anfang, sodass ich zum Beispiel in meinem ersten Semester dann gerade mal 3 Klausuren geschrieben habe. Bist du nicht der Einzige? Okay, gut. Deine Pläne nach dem Studium, sind die so verlaufen, wie du wolltest? Also hast du direkt vorgehabt, dich irgendwie jetzt unternehmensberatungsmäßig weiterzubilden oder noch andere Ideen gehabt? Nee, also am Anfang wusste ich gar nicht so, was ich später mal machen will. Da habe ich erst mal aufs Studium dann so ein bisschen konzentriert. Wollte dann ursprünglich so in den Mittelstand gehen, aber mittlerweile so, keine Ahnung, seit dem 5., 6. Semester will ich eigentlich Wirtschaftsprüfung machen, da werde ich jetzt auch 1, 2 Praktikas absolvieren und ja, Unternehmensberatung ist auch noch ein Thema bei mir, durch die Arbeit bei Consilia, das macht wirklich extrem viel Freude, ist sehr interessant, kann man auch nur jedem empfehlen, bei uns mal vorbeizuschauen und ja, dann werde ich vielleicht entweder in die Prüfung oder in die Beratung dann später gehen. Ja, und dann haben wir ja am Anfang in den News ja gehört, dass der Gründercup wieder angeboten wird, was für alle Studierende eine Möglichkeit der Schlüsselkompetenz ist. Und wie ich weiß, leitest du ja seit einiger Zeit diesen Gründercup. Dann erzähl uns doch bitte einfach mal, wie es dazu kam, dass du den Gründercup jetzt übernommen hast, beziehungsweise was genau die Idee von diesem Gründercup ist. Ja, also der Gründercup, für alle, die es noch nicht wissen, wird von der KWT angeboten. Es gibt die Möglichkeit für alle wirtschaftswissenschaftlichen Studenten, 3 Credit Points zu erlangen, die man auch dann bei den Schlüsselqualifikationen einbringen kann. Ja, es ist ein Unternehmensplanspiel, geht über 3 Tage verteilt. Unter anderem muss man auch eine Präsentation halten, kriegt Feedback dazu, kriegt noch 1, 2 Vorträge gehalten zur Unternehmensgründung. Und man kriegt eigentlich einen sehr guten Überblick über die Zusammenhänge im Betrieb, also wie Marketing, Fertigung und so weiter, Personal zusammenhängen. Und mir hat das sehr viel gebracht. Ich habe das Spiel selbst gespielt, um für die 3 Punkte zu kriegen, war dann irgendwie motiviert worden und wir hatten dann damals den Gründercup gewonnen, sind dann in diesen Access Prime Cup reingekommen. Das ist dann die Fortführung von dem Gründercup auf einer höheren Stufe. Dann. Genau, das ist praktisch ein Planspiel, was vom Wirtschaftsministerium dann auch unterstützt wird. 4- oder 5-stufig. Das Finale ist dann Berlin. Da bin ich dann mit meinem Team hingekommen. Wir wurden dann 2. Das war eigentlich eine super Veranstaltung. Kann man auch hier nur jedem empfehlen. Wir haben extrem viel gelernt. Und so bin ich dann auch dazugekommen. Dann hat mich der Alessandro von der KWT angesprochen, ob ich nicht selbst mal coachen will, weil ich das relativ gut drauf hatte, das Planspiel. Und seit diesem Jahr coache ich dann auch selbst die Planspiele General Management, aber auch Dienstleistung. Also es gibt verschiedene Arten von Planspielen. Richtig, es gibt 2 Stück. Das eine, General Management, ist mehr, muss man ein Unternehmen übernehmen. Bei dem Dienstleistung ist es so, dass man ein Unternehmen gründet, ein Fitnesscenter, ein fiktives. Und da muss man am ersten Tag einen Businessplan erstellen, was meiner Meinung nach auch sehr interessant ist, weil wer später mal gründen will, der muss auch eben ein bisschen planen. Ja, aber. Ich kann nur sagen, ich habe das Planspiel selbst schon mitgemacht. Ich habe auch dieses General Management gemacht. Es war super interessant, auch nicht ganz einfach, weil man einfach mal merkt, dass man die ganzen Inhalte aus dem Studium auch irgendwann in der Praxis doch mal gebrauchen kann. Und es wird am Anfang doch ein bisschen schwieriger sein. Ich denke, es geht aber auch jedem so. Ja, dass absolut. Man da erstmal reinkommen muss, sich die ganzen Businesspläne anzuschauen, die ganzen Auswertungen, muss man halt im Team zusammensitzen und die ganzen Pläne analysieren und schauen, was man in der Folgeperiode alles besser machen kann, um sich am Markt durchzusetzen. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, ich kann es nur jedem empfehlen, das als Schlüsselkompetenz einzubringen, ist eine super Sache. Du hast gesagt, du bist mit deinem Team in Berlin gelandet, gibt es das heute auch noch, dass man da auf diese nationale Ebene noch so ein... Ja, also das gab es die ganze Zeit. Dann gab es dann nach diesem Gründercup hier den Campus Cup an der Universität. Und dann gab es noch 2 weitere Stufen bis zum Finale eben in Berlin. Dieses Jahr gibt es das Ganze nicht mehr. Das ist ein bisschen im kleineren Rahmen gehalten worden alles. Aber ich bin eigentlich sicher, dass die Serie weitergeführt wird und dass es dann im nächsten, übernächsten Jahr dann wieder die Möglichkeit gibt,
im Rahmen dieses Wettbewerbs dann eben auch Stufe für Stufe weiterzukommen. Aha. Woran liegt es, dass es das dieses Jahr nicht mehr gibt? Weißt du, die haben jetzt 10-Jähriges gefeiert und ich denke einfach, das ist so eine Konsolidierungsphase. Ah, okay, gut. Ja, das war es von den Fragen von meiner Seite. Hast du noch Fragen? Nee. Gut, dann kommen wir zu unserem nächsten Beitrag. Unser Team hat sich mal auf den Weg in die Bismarckstraße gemacht. Da gibt es die Studentenverbindung, die Burschenschaft Germania. Und haben die mal gefragt, was so der Sinn einer Burschenschaft ist, was die da alles so machen. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Wir von OrgaTV sind heute in Saarbrücken am Staden bei der Burschenschaft Germania zu Besuch. Hier im Verbindungshaus ist der Kern des Verbindungslebens. Dort treffen wir nun auf deren Sprecher, der uns allerhand Infos über die Burschenschaft Germania geben wird. Neben mir sitzt jetzt Sebastian Ambos, der Sprecher der Burschenschaft. Ihm möchten wir jetzt gerne ein paar Fragen stellen. Sebastian, was genau ist eine Burschenschaft? Wir sind eine Studentenverbindung in der Tradition der Burschenschaften. Wir vereinen die Studenten der saarländischen Hochschulen, also Studenten unterschiedlicher Fachrichtungen, zu einem Lebensbund. Das heißt, man ist während des Studiums bei uns aktiv, bleibt allerdings sein Leben lang bei uns Mitglied. Ja, du hast vorhin zu mir gesagt, ihr seid eine schlagende Verbindung. Was genau bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass jeder, der bei uns Mitglied wird, sich auf eine Partie vorbereiten muss, das heißt das Fechten erlernt. Bei uns sind zwei Partien zu schlagen Pflicht. Also erlernt man alle Grundkenntnisse hier, wenn man zu euch kommt, oder? Ja, man muss keine Vorkenntnisse mitbringen, man erlernt es bei uns und schlägt dann zwei Partien. Das ist eine Voraussetzung, um vollwertiges Mitglied zu werden. Und wie ist es mit den Neumitgliedern? Haben die einen speziellen Namen bei euch? Ja, wer hier sein Band bei uns aufnimmt, ist in einer Probezeit. Die sogenannte Fuchsenzeit ist also ein Fuchs. Er hat mir eben schon von den neuen Mitgliedern erzählt, dass der Begriff dafür Fuchs ist. Neben mir sitzt jetzt der Frederik Kowalski und der wird uns jetzt davon etwas erzählen. Frederik, wie genau bist du hier zur Burschenschaft gekommen? Ich bin nach Saarbrücken gekommen, habe jetzt hier mein Studium angefangen und habe einfach ein günstiges Zimmer gesucht. Ich wurde hier mit offenen Armen aufgenommen, habe hier Freunde gefunden und bin eingezogen. Und was kannst du uns zu dem Band jetzt verraten, was du hier trägst? Ja, ich als Fuchs trage ein zweifarbiges Band, die vollwertigen Mitglieder tragen ein dreifarbiges Band. Unsere Verbindungsfarben sind schwarz, rot, gold und als Fuchs trägt man halt im Moment nur schwarz oder trage ich nur schwarz und rot. Und wieso ist das so? Weil weil du noch kein vollwertiges Mitglied bist, also dass die Farben, dass sich das später dann ergänzt sozusagen, oder? Richtig, ja. Muss man denn auch in der Politik engagiert sein, wenn man bei euch teilnimmt? Uns als Burschenschaft macht aus, dass wir von unseren Mitgliedern verlangen, dass sie sich politisch einbringen und engagieren. Allerdings ist es so, dass bei uns politischer Extremismus oder Extremismus in auch jeder anderen Form keinen Platz hat und wir solche Leute nicht aufnehmen. Und was macht ihr sonst noch abends alles, außer zu fechten? Wir haben ganz verschiedene Veranstaltungen. Das geht von politischen Diskussionsrunden, aber auch über ganz normale studentische Partys, wie sie jeder andere Student auch macht. Und dafür habt ihr auch einen speziellen Raum oder wo findet das statt? Richtig, wir haben bei uns im Haus haben wir einen Partykeller, der ein bisschen zur Disco umfunktioniert wurde. Wie ihr sehen könnt, hatten wir einen sehr interessanten Tag bei der Burschenschaft Germania gehabt. Und wir gehen zurück ins Studio. Habt ihr beide denn jetzt schon mal was von Germania gehört? Ja, also mir ist es ein Begriff zumindest. Ich kenne auch das alte Auto, was hier rumfährt und der Werbung drauf, aber sonst bin ich noch nicht mit in Berührung gekommen. Ja, ich selbst muss sagen, ich war spontan vor 2 Jahren auf der Semestereröffnungsfete von denen, unten in der Villa bei der Bismarckstraße. War sehr lustig. Also die Leute, die man kennenlernt, muss ich ehrlich gestehen, sind ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt hätte. Und auch ein bisschen anders als wir selbst, denke ich mal. Aber die Partys, die sie schmeißen, sind eigentlich ganz gut. Also es lohnt sich schon hinzugehen, muss man ehrlich sagen. Okay. Also ist ganz interessant. Du warst selber auch noch auf keiner Party von dir? Nein. Du? Nee, also ich habe da vorher auch noch nie was davon gehört. Okay. Deswegen, ja. Ja, das war's auch schon wieder für die von heute. Und nächste Woche werdet ihr dann noch einen Beitrag sehen, da wir am Freitag den Besuch beim SR, zu Besuch beim SR sind. Und dann ist ja auch noch das Red Bull Festival, wo wir dann auch filmen werden. Ja, du darfst doch noch was sagen. Genau, du wolltest noch ja, was sagen. Ja, ich wollte mich bedanken für die Einladung. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Und ja, wenn auch ihr euch für Beratung interessiert, dann lade ich euch herzlich ein, Kontakt aufzunehmen zu uns. Entweder auf unserer Seite concilia.de
oder über facebook.com/concilia-sb wie Saarbrücken. Okay, dann bedanken wir uns bei euch und sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. We'll be right back.